Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Freundinnen und Freunde, liebe Befürworter des freien, ungeschminkten, unverklemmten Denkens, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur traditionellen Vorschau auf die neue Ausgabe der gedruckten Weltwoche, der Print-Ausgabe unseres Flaggschiffs. Jeden Donnerstag ist Weltwochetag, ist selbstverständlich ein Freudentag und hoffentlich ein Tag der Erleuchtung. Schön sind Sie dabei, wenn ich Ihnen die neue Ausgabe hier en Detail vorstellen darf. Unsere Titelgeschichte: Wie ein Talib die Welt sieht, ein Gotteskrieger öffnet sich im Gespräch mit unserem Auslandschef Urs Gehriger in Kabul. Gott, Familie, Vaterland, das die Fixpunkte im Leben unseres Gesprächspartners unter der Rubrik Andere Länder, andere Sitten. Es gibt ja quasi die Mentalität des ewigen Kalten Kriegs. Überall fixe Frontstellungen, die auf keinen Fall überwunden werden dürfen. Oh, mit denen darf man aber nicht reden. Oh, mit dem gibt's eine Kontaktschuld. Das ist ganz schlimm, wenn man sich mit dem ins Gespräch setzt. Die Weltwoche ist das Gegenteil. Wir reden mit allen über alles. Überall. Das ist unsere Philosophie und das ist auch das Faszinierende, für mich zumindest, am Journalismus. Natürlich hat man seine Meinungen, man hat seine Überzeugungen, man schreibt leidenschaftliche Kommentare, hat das Gefühl, die Wahrheit endgültig gepachtet und verbreitet zu haben, um dann später immer mal wieder festzustellen, ich habe mich da vielleicht noch ein bisschen vergaloppiert oder ich habe es falsch gesehen. Nicht so schlimm. Errare humanum est. Man kann sich irren, man kann etwas Falsches sagen. Und zum Glück haben wir ja ein sehr lernfähiges und flexibles Hirn, das in der Lage ist, immer wieder neue Erkenntnisse zu prozessieren, zu verarbeiten. Und die Weltwoche versteht sich als ein solches offenes, datenverarbeitendes System. Wir orientieren uns also am menschlichen Denkorgan und sprechen primär, das ist ganz wichtig, wir sprechen primär die Intelligenz unserer Leser an. Geht nicht einfach darum, hier irgendeine Sichtweise, aber das wissen Sie schon längst, irgendeine Sichtweise zu betonieren. Also, wie der Talib, wie die Taliban die Welt sehen, das große Gespräch mit einem Vertreter, dann ziehen wir eine Corona-Bilanz. Auch hier andersdenkende Leute, die wir auch schon kritisiert haben oder deren Position oder deren Institutionen wir kritisiert haben, sie kommen selbstverständlich in der Weltwoche auch zu Wort, damit sie keine einseitige Sichtweise dargelegt bekommen, damit sie auch ihre eigenen Perspektiven immer wieder überprüfen können bei uns. Und so freut es mich ganz besonders, dass wir ein umfangreiches, umfassendes Interviewgespräch führen konnten, Beat Gigi und ich, mit dem Infektiologen und Arzt Professor Manuel Battege, bekannt, landesweit bekannt, auch als ehemaliges Mitglied der Schweizerischen Covid Taskforce. Er ist ein Forscher, ein Akademiker, ein Infektiologe, der bei den besten Leuten studiert hat, unter anderem bei Rolf Zinkernagel, dem Nobelpreisträger, dem Schweizer Nobelpreisträger, der maßgeblich beteiligt war an der Entwicklung der neuen mRNA-Impfstoffe zusammen mit Kurt Wüthrich, einem anderen Schweizer Nobelpreisträger. Und Manuel Battege, also wirklich eine herausragende Figur seines Fachs. Und ist toll, wie er sich immer wieder auch gestellt hat der öffentlichen Diskussion, wie er eben in den Arenen und Foren der Öffentlichkeit hier seine Aufklärungsarbeit betrieben hat, bei allen Differenzen, die sich dann jeweils in der konkreten Beurteilung politischer Maßnahmen vielleicht da und dort ergeben können. Hier auf jeden Fall zieht er im Gespräch mit uns Bilanz. Er schildert, als wie gefährlich er diese Delta-Variante, die neue, jetzt erachtet, als gefährlicher als die frühere. Er zeigt, was ihn während dieser Pandemie überrascht, gefreut, erschüttert hat. Wir sprechen natürlich über das Impfen, über die Impfskepsis, über die Argumente dagegen, aber eben auch über die Argumente dafür. Also ein umfassendes Gespräch
mit Professor Manuel Battege in dieser Weltwoche. Nicht zentriert auf die Alarmdrüse, sondern im Bemühen geführt hier aus einer übergeordneten, einordnenden Perspektive zu wirken. Eric Clapton, Kanye West, Ramones, was haben diese lebenden und zum Teil schon verblichenen Götter auf dem Pop- und Rock-Olymp gemeinsam? Richtig, sie sind nicht Teil der linken, rosaroten Woke-Culture. Sie sind Freiheitskämpfer des Rock, und das macht sie in den Augen der Feuilletons zu Vertretern der Rechten. Wer heute ja sich für die Freiheit einsetzt und skeptisch ist gegenüber dem Staat, der ist rechts, gilt als rechts, und die Linken setzen sich für den Staat ein. Interessanterweise waren ja die alte Rechte, wenn man so will, die alten Rechten waren die Autoritären, die sich für die staatliche Autorität eingesetzt haben. Ich bin ein Kind, wenn man so will, der 60er und 70er Jahre. Ich bin natürlich noch hippiemäßig angekränkelt oder im Gegenteil bewusstseinserweitert. Und deshalb kann ich diesem autoritären Denken wenig abgewinnen. Ursprünglich hatten die Linken ja auch das antiautoritäre Denken. Aber seit sie selber an den Giftspritzen der Macht sitzen, sind sie eben ja selber zu autoritären Neigungen disponiert. Eric Clapton hier, die Antithese. Wir unterhalten uns mit Christoph Blocher, dem Grossstrategen der Politik, ein Überlebenswunder auch der Schweizer Politik, einem Langzeitphänomen und einem Langzeiterfolgsphänomen der Schweizer Politik. Wir unterhalten uns mit Christoph Blocher über den Freisinn, über die FDP. Die FDP ist ja in schwierigen Situationen, hat sie sich da hineinmanövriert, eine anspruchsvoll zu führende Partei, keine leichte Aufgabe jetzt für den neuen Präsidenten. Und aus diesem Anlass, Neujustierung der FDP, haben wir mit Blocher, dem SVP-Konkurrenten, der ja von vielen FDPlern auch dafür kritisiert wird, dass er der FDP das Wasser abgegraben hat, was ich verstehen kann, dass man ihn deshalb kritisiert, aus Sicht der FDP, dieser Christoph Blocher, bei dem unbestritten ist, dass er im Militär, in der Familie, im Unternehmen und in der Politik bewiesen hat, dass er weiß, was Führung ist. Führung im Sinne der Gestaltung erfolgreicher Lebenszusammenhänge. Dieser Christoph Blocher spricht über die FDP und wie man eine Partei zum Erfolg führen kann. Also, liebe FDPler, sagen Sie es niemandem weiter, aber lesen Sie unbedingt dieses Interview. Dort steht drin, was Sie wissen müssen, um Ihre Partei wieder zum Erfolg zu führen. Wir haben fantastische Kulturstoffe. Heinrich Heine im Porträt, der Philosoph des Klatsches, in der Darstellung von Matthias Matusek, dem großen deutschen Feuilletonisten. Wir tauchen ein in die Welt der Kunst. Daniel Weber, unser Kulturherausgeber in Lugano, in dem wunderbaren Museum LAC, im Gespräch unter anderem mit Tobia Bezzola, einem Kunstimpresario, kein Unbekannter in der Stadt Zürich. Er war ja früher fürs Kunsthaus tätig, jetzt in südlichen Gefilden angekommen. Ein schönes Wiedersehen. Ich kenne Tobia noch aus Studienzeiten. Toll, was die da machen in Lugano, und wir würdigen das. Afghanistan. Wir schauen nicht nur die Situation der Taliban an, sondern wir untersuchen auch etwas die Rolle des eidgenössischen Departements des Äußeren, die Evakuierungs- und Asylpraxis im Zusammenhang mit Afghanistan. Das kontrastiert etwas jetzt mit der sehr restriktiven Haltung, die in der Europäischen Union eingenommen wird. Da wirkt die Schweiz geradezu freizügig, offenherzig, im Quervergleich dazu brisante Recherchen, die wir vorlegen, und viele andere Themen
weiter. Wir sind im Gespräch mit einer Politikerin aus Deutschland, auch interessant, in diesem trögen Wahlkampf, einer AfD-Politikerin. Die AfD darf in den deutschen Medien gar nicht erwähnt werden. Das ist ja eine absolute Paria-Partei. Unglaublich, wie hier also sozusagen die Ausgrenzungs- und Anschwärzungsmaschinerie der deutschen Medien wie eine Hoplitenphalanx der alten Griechen funktioniert und voranmarschiert. Peter Rothenbühler hat sich mit einer muslimischen AfD-Politikerin auseinandergesetzt, unterhalten über ja letztlich ihre Situation und ihre Überlegungen ausgerechnet dieser Partei, die doch so islamkritisch und muslimkritisch ist, beizutreten. Was ist denn eigentlich hier passiert? Dann noch ein Praline zum Schluss. Wir würdigen Jack Stark. Jack Stark, ein Schweizer Reporter von altem Schrot und Korn, dem eigentlichen Initialzünder des People-Journalismus, ein John Galella, das ist ein ganz legendärer Paparazzo, ein prominenter Fotograf aus den Vereinigten Staaten. Jack Stark, eine Art Äquivalent hier, der Mann, der mit allen Prominenten zugange war, ein Stück Glamour-Zeitgeschichte aus und in der Schweiz. Jack Stark in der Würdigung unseres Kollegen Thomas Renkli. Das sind ein paar Blitzlichter aus der Neuen Weltwoche, aber es hat noch viel mehr drin. Es würde mich freuen, wenn Sie sich in diesem Buche etwas finden, was Ihnen sehr gut gefällt. Und wie immer stehen wir natürlich offen für Ihre sehr geschätzten Anregungen. Ich bekomme sehr, sehr viele, das ist toll. Ich kann dadurch immer wieder neue Themen einbringen, auch und gerade in meiner täglichen Nachrichtensendung Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Wenn Sie es noch nicht kennen, jeden Tag ab 6.30 Uhr auf diesem Kanal. Ganz herzlichen Dank, genießen Sie die Zeit, genießen Sie die Weltwoche und in spätestens einer Woche sehen wir uns wieder. Vielen Dank.